Immer wieder halt dieser Gans. Was denkt er sich wohl? Warum hat er diesen Topfdeckel hier versteckt? Gans, sagst du? Was bedeutet wohl dieser Topfdeckel? Das wissen wir nicht. Wir gucken nach. Das ist der. Könnte der Topfdeckel nicht das Lichtschild sein? Hey, weißt du was? Er sieht aus wie ein Schild. Lass uns ihn mitnehmen. Ja, er sieht wichtig aus. Er glänzt und liegt hier auf der Welt. Topfdeckel gefunden. Gut. Ist hier noch sowas? Nein, nein. Was bist du? Kalki? Nein, ich gucke nicht. Ich bin ein sinkendes Schiff. Ich liebe dich. Was reitet der Typ da? Warum läufst du hier auf und ab? Hast du was verloren? Ich überlege mir gerade ein Bär für ein Mädchen, was ich hier sage. Ich will sie heiraten. Und ich will ihr Herz in einer romantischen Nacht im Hafen hören. Doch Gott, wie kitschig. Wir wollen Abenteuer, kein Kitsch. Ah, ich liebe das Meer. Man kann so weit. Die Wellen wohnen, Entschuldigung. Wenn ich aufs Meer sehe, fühle ich mich wie neu geboren. Es reinigt Körper und Seele. Aber sein Rücken ist voll mit Möwen. Ich hätte was recht. Es war klar, was das für ein Wort war. Gott, wie süß. Ah, wo ist der da? So, dieses Teil werden wir öfter sehen. Es ist. Tada! Ein Speicherpunkt. Wir können speichern, wir können heilen, wir kriegen einen Tipp. Tipp kommen wir später. Heil müsste klar sein. Ja, wir heilen Lebenspunkte, Magie und so. Tipp ist über den Kompass. Oben rechts im Bildschirm gibt es einen Kompass. Der Nord ist hier rot. Die Kompassnadel zeigt die Richtung an und dreht sich schneller, wenn du die Richtung zu deinem Ziel gehst. Drücke die L2R3-Taste, um eine Einstellung für die Richtung zu ändern. Kapiert? Ja, gut. Die Einstellung kann so geändert werden, dass die Nadel auf Eingang oder Ausgang des Levels zeigt. In der Stadt kannst du die Richtungseinstellung nicht ändern, was ich schon erwähnt hatte. Ja, speichern wir noch. Die Spieldaten. Nein. Das vergisst ihr, ganz schnell. Ganz schnell. Dass ich das noch hinte. Oh Gott, das war mir hier. 50 Stunden, das ist okay. 17. So, wieso zählt er mit den Sekunden auf? Egal. Auf geht's, zurück. So stark Parren. So ganz, der gerade direkt oder außen liegt, steht. Super nah. Alter, der. Also, hast du was gewonnen? Zeig's mir. Hey, ich hab dir den Lichtschild gebracht. Zeig ganz den Topfdeckel. Du hast auch ein Lichtschild gefunden. Ich schätze, du hast drei der Fischschätze. Aber werd nicht übermütig. Du wirst das Geisterschwert nicht so leicht finden, Justin. Hey, das Geisterschwert, Kinderspiel. Dann gewinne ich ganz. Aber wir haben nirgendwas gesehen, was wie ein Schwert aussieht. Kein Problem, wir finden es. Und wenn ich mich irre, war es in irgendein Gebäude versteckt. Also gib mir die Häuser ab. Oder rein. Haus 5. Ein Opa und eine Oma. Upsal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 
so, da gibt's noch die Kleine. Ach Gott. Ich habe so lange gesucht und noch niemanden gefunden. War versteckt in der Suche zu seinem Tat. Das stimmt, Pipi, du bist so lieb. Vielleicht bist du als Sucher nicht geeignet. Kann sein. Ein Haus. Gut, gehen wir da rein. Gehen wir rein. Nicht. Verdammt. Auf der anderen Seite. Okay, geht nicht. Du bist das Schuld. Was sagst du? Justin, hast du gehört? Der Erfinder von Japan hat wieder was Neues gefunden. Dieser Erfinder hört nie auf. Aber es ist interessant. Vielleicht sollte ich ihn besuchen. Du bist wahrscheinlich der Einzige, der diesen Erfinderprodukt besucht. Klar, alles was erfinden ist, ist interessant. Alles ist interessant. Es ist cool und neu und geil und keine Ahnung. Und der Junge da, was guckt der drauf? Pipi, hab dich! Steckt dich! Oh, du hast mich gefunden! Moment mal! Mann, seit wann bist du der Sucher? Haha, reingelegt! Erschreck mich nicht so! Jetzt muss ich ein anderes Versteck finden. Und du? Oh. Sag mal, Justin, spielst du Schatzsuche mit Gans? Du spielst Schatzsuche mit Gans, Aufrufezeichen. Ja, so ich. Du wirst nicht gegen Gans verlieren, oder? Ich kann gewinnen. Ich werde leicht gewinnen. Dieser Gans ist kein Problem. Tja, das nehme ich. Das dritte natürlich. Haha. So ist richtig, Justin. Du bist so zuversichtlich. Das mag ich an dir. Hey, wenn ihr alle auf mich zählt, muss ich einfach gewinnen. Das stimmt. Wir werden auch gewinnen. Das wird kein Problem. Der Gans ist keine Herausforderung für uns. Okay, verdammt, wohin? Da lang? Das Haus, ja. Haus von Gans. Oh, das klingt gut, das klingt gut. Dieser Trottel etwa? Wirbst du? Wenn das nicht Justin ist! Hast du mit meinem kleinen Gans gespielt? Mein Gott, das ist Booty, 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 Booty. Also, die anderen sind unten an der Brücke, bei der Fabrik. Moment, sind wir mitten in einem Duell auf der Jagd und auf den Tisch versteckten Schätzen. Gut, ich bin froh, dass ich nicht müde werde, jeden Tag zu spielen. Aber macht keinen Ärger. Nee, wohin denn auch? Sag meinem Gast, er kann nicht die ganze Zeit spielen. Er muss noch mal zu Hause helfen. Stell dich doch mal. Oh, ich bin so froh, er muss helfen. Er erinnert mich wie ganz, weil seine Mama mit einem Wurf geschlagen wurde. Justin, wurdest du nicht auch von Tante Lili mit einem Tablett verbunden? Das tut weh. Ihr beiden, ihr benehmt euch immer noch wie Kinder. Oh, eine Kiste. Hier ist ganz Schatzruhe. Besitzt ein Schloss. Also muss was Wichtiges drin sein. Tja, ich habe so das Bedürfnis, diesen Schlüssel zu finden. Kleine Info zu Justins Alter. Ich glaube, es steht hier irgendwo drin. Ich weiß nicht, wo Spiel wird es erwähnt. Ich weiß nicht. Ich könnte spüren, es ist 15, 16, 14. Ich habe so lange gesucht und dann Moment, Mann, das hatten wir doch, oder stimmt? Ja, genau, das hatten wir. Okay. Okay, wo lassen geht's? Hatten dich auch, Justin, hast gehört? Ja, dich hatten wir auch schon. Lob. Ah, ich weiß auch nicht mehr. Wohin? Dahin? So, Underground Café. Okay. Die Schlossen. Sag mal, Justin, warum ist das Café von Miss Killian immer geschlossen? Hier steht nur nachts geöffnet. Du musst mir das nicht vorlesen. Sogar ich kann lesen. Ich bin kein Baby mehr. Es scheint so, dass du es nicht mag, als Kind behandelt zu werden. Sie ist gerne die Erwachsene. Du scheinst mir. Oh nein, das ist Justin. Er weiß was, er läuft weg. Hinterher, verdammt nochmal, hinterher. Ist das nicht gerade Tanz weggerannt? Schade, dass er der kleine Bruder von Gans ist.